kannst mir vertrauen. Ich gehe nicht mehr vor. Was zur Hölle mache ich hier? Wurde angeknabbert. Yay. Mama? Ah! Au. Auf zu Backspace 1. Yeah. Nach Hause zurückkehren. Nein. Das hast du am Anfang ja da gedrückt. Nein. Ich bin niemals wieder alleine. Wie kann das nur sein? Allein. Ja. Niemals. Backspace. Connecting. Englisch, Deutsch, Japanisch. Oh, das ist schön. Diese Welt ist eine Horrorwelt, welche eine unheimliche Atmosphäre erzeugen soll. Sie enthält audiovisuelle Inhalte, die für manche Menschen verstörend, verängstigend oder erschreckend wirken könnten. Diese Welt enthält laute Geräusche und flackernde Lichter. Epilepsiewarnung. Die meisten Elemente in dieser Welt können nur vom lokalen Spieler aktiviert werden. Das heißt ich, ne? Wenn das Spiel gestartet ist, kann man nicht mehr zurückkehren. Es gibt kein Zurück. Um das Spiel neu zu starten, muss eine neue Welteninstanz geöffnet werden. Und jetzt du auf Japanisch. Ja, da steht, diese Welt ist eine Horrorwelt, welche eine unheimliche Atmosphäre. Du doof, Mann. Ich habe dies verstanden und möchte fortfahren. Okay, ui. Wir lassen das diesmal mit Klick, ne? Nee, brauchen wir auch nicht, weil es hat für mich mitgezählt. Okay. Warnung, ja, Epilepsie. Just another bad, stupid, garbage, wannabe horror world. Nur schon wieder eine bekloppte, dumme Müll. Möchte gern Horrorwelt. 3 Punkte. Musik, Startgame, Spiegel. Okay, ich drücke Start, ja? Ja. 3, 4, 5, was? Hast du Grafzahl? 10. Oh. Du bist wieder in mir. Nein, so läuft das nicht. Backspace. Das ist eine Speicherkarte. Hello? Can you hear me? Test, 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 test. Es ist so laut, well, okay. Kannst du bitte lauter sprechen? You can trust me. I've been here for a long time. I was also locked up here a long time ago. Ja, schön. You're probably wondering where you ended up here. Ja. This seems to be a place very deep underground. Strange experiments are being conducted in this place. I keep hearing screams. You are already the 3974th person I encounter here. I was able to hack into some systems. To show you that you can trust me, I will open one of the 2 doors. The other one you have to open yourself. I can't do it. Somewhere in this complex, you will find a switch or a key that will allow you to open the other door. You are probably not alone here. Please be careful. I wish you good luck. Wir sind nicht allein, hat die gesagt. Nur 3000 und Leute vor mir, vor uns hier, ist doch easy peasy. Okay. Also, Sie müssen einen Schlüssel suchen auf der Seite, um mich hier durch die Tür zu kriegen. Ich warte hier. Ach so, ja, okay. Also, hier wackelt eine Lampe. Please take a flashlight with you. There are power problems in some sectors. It could be that the light goes out there. Geht deine Lampe? Ja, okay. Oops. Now the door has fallen shut. That must be an accident. I will help you find a way out of here. You can trust me. Ja, natürlich. Ja, genau. Es war ein Unfall. Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Vertrau mir. Die anderen 3900 war nicht. Was hast du? Was? Was ist dahinter für Geräusch? Was ist das für Kinderlachen? Das Kinderlachen. Interessant. Kammer. Hier ist eine Wand. Die Tür ist aufgegangen. Wie? Welche Tür? Die? Die ist zu? Hier. Was? Die ist zu? Komm doch mal zu mir.
lassen. Okay, ich gehe ja schon. Mach nur keine Andeutung, dass du vorgehst. Nein, nein, alles gut. Hier liegt eine Taschenlampe, falls man die... Ich gehe nicht mehr vor. Wir können auch da lang gehen. Ja gut, hier ist noch eine Tür. Ups, oh Gott. Du gehst da hin, oh Gott. Also. Hier passiert gar nichts. Was war das? Ich glaube, ich habe wieder einen Jumpscare. Wieder verpasst, ja? Ja, ich meine. Oh. Ich weiß, wer es war. Aber wahrscheinlich ist der gruseliger als die Dinger da hinten. Komm mal zu. Hier liegt ein Schlüssel auf dem Boden. Alter, von wegen, es passiert gar nichts. Ja, ich bin auf der anderen Seite. Hier liegt auf jeden Fall ein Schlüssel, aber ich kann ihn. Oder muss ich die Taschenlampe drücken? Ja, die musst du mit Rechtsklick einmal in der Luft schweben lassen. Ich habe Schlüssel aufgenommen, der lag hier. Die hat ein Messer in der Hand, ne? Auf die du jetzt ja. Wieder... Und die Leute droht und sagte, komm closer. Ich opfere mich. Komm closer. Ah, jetzt ist sie rot, ja. Sag ich das. Hast du auch noch einen Schlüssel unten? Wo genau? Ah, doch, da, uff. da. Ja, ja, den habe ich schon aufgenommen. Okay. Hallo. Hallo. Wer war das? Weiß nicht. Ah ja, okay, das war das Ding. Ja, und dann guck oh, mal. Ja, Teddybär. Den wollte ich dir zeigen. Ich glaube, der war's. Der ist... Wo ist er hin? Hast du ihn mitgenommen? Ich hab ihn in der Hand, ich tue ihn auch wieder weg. Wo ist meine Taschenlampe? Ja. Okay, gut. Das ist natürlich mies, dass du nichts interagieren kannst, ne? Wenn die Taschenlampe in der Hand ist. Bist du da durchgelaufen und so? Ja. Nee, ich hab sie aufgemacht. Ja. Das war es aber mir nicht so auszusagen, wo du durch. Ja. Ah, okay. Easy. Was? Ach da. Ich habe schon vor zwei... Hello, can you hear me? I'm having trouble connecting. You need to get out of there now. Run. Run? Gerade gesagt, run? Ich habe schon vor zwei Puppenspielen gesagt, ich will nichts mehr mit Puppen spielen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, was hättest du auch mal aus den Puppen? Ich weiß nicht. Kann ich hier Taschenlampe hier hängen lassen? Kann man mit irgendwas hier interagieren? Nee. No. Wo ist meine Taschenlampe? Ja. So, run. Okay. Wohin denn runnen? Ich hab keine Ahnung. Geht ja nur eine Richtung nach oben, oder? Da ist unser Freund wieder. Wollen wir da hin? Alle. Warte. Dass ich die Tür nicht zumachen kann? Vielleicht. Es sind viele. Ich gehe bei Teddy entlang. Okay. Hier ist eine Tür aufgegangen. Ich komme. Ja. Run. Okay, ja, run. Wie ist dieser komische... Ich hab die Taschenlampe fallen lassen, ich sehe nichts mehr. Ich hab auch nicht. Ich hab noch eine Taschenlampe, aber die geht nicht. Kann ich einfach weitergehen? Ja. Hi. Ich hab meine Taschenlampe verloren. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Fahrstuhl fahren möchte. Der sieht besser aus als bei uns im Büro. Das
Schöne Fahrstuhlmusik. Hm. Oh. Schöne Fahrstuhlmusik. Ich bin für genau diese Musik überall. I'm sorry to interrupt this beautiful music. We made it into the elevator. This one goes up to the personnel department of this facility. Up there you can find a terminal that you can use to contact me again. Then I will explain to you how to proceed. I am very proud of you. Wait, I'll turn the music back on for you. Oh, danke. Sehr freundlich. War da gerade eine Toilette? Ja. Ich bin mir nicht sicher. You wanna play? Nee, lass mal. So, was hat sie jetzt gesagt? Später. Wir fahren jetzt hoch zum Department, wo wir mit ihr irgendwie sprechen können. Und sie macht Musik wieder. Ja, genau. Da soll man wirklich rufen, dann darüber kompliziert. Oh, da wächst ein Geschenk in dir. I got you. Wieso haben wir diese Welt nicht schon vorher entdeckt? Lustig. Das ist schon nicht schlecht für Feuerchat. Das ist nah dran an. Das war meine Toilette vorhin. Aber das ist keine Toilette, oder? Aber es ist nah dran an, es ist überfüllt. Aber noch ist gut. Machst du mir Licht oder? Ja, du machst mir gerade Licht. Ha. Nein, lass uns Licht an, ich habe keine Taschenlampe. Hey, come back! I want to play with you. Nee, lass mal. Es ist eine Tür, keine Toilette. Wollt ihr mal mit uns spielen? Ja, dann musst du die aufmachen. Du hast ja keine Taschenlampe. Achso, ich hab mal. Oh, please wait. My sensors show me that the fuse in the junction box has been tampered with. Only the ventilation and the intercom system still work here. You need to find a new fuse and put it in the power box to continue. Hier gibt's neue. Achso. Radiation. Geil. Ich hab den Alarm ausgemacht, ne? Kann ich hier drauf gehen? Hier ist Radiation. Scheiße. Drauf? Du meinst auf das Skelett, was ein bisschen grün gespuckt hat? Ich meinte drauf mit wie tot. Ach, Papplapup. Was ist das für eine Lampe? Das ist die Achtung, Achtung, Alarm. Eimerlampe. Ja, genau. Die drehende Kanne. Tja. Ja, hier scheint man nicht richtig zu sein. Ach, das ist ja noch. Glitschen hier durch. Die bringt nicht. Open. Hier muss die Sicherung wahrscheinlich rein, ne? Na gut. Was macht die, dieses Wobbelgeräusch? Hm. No power. Wo bist du denn? Das ist aber hier in einer Kreuzung. Ach da, ich. Also, da kommen wir her. Wo stehen? Hallo? Soll in Horror-Games und Filmen nie Hallo rufen. Hallo? Was war das? Beobachtet uns jemand? Da gibt's eine Kamera. Ja, das ist nicht die erste Kamera. Ich habe schon ein oder zwei andere gesehen. Echt? Ja. Oh, ein Schrank. Schrank, ein schöner. Was? Schrank. Hier ist auch irgendwas. Was? Der Stuhl hat sich bewegt. Schon wieder Jumpscares? Der Stuhl hat sich bewegt, das war's. Oh Gott. Oh, was ist das? Was? Ah, hold to rap. Where I see you. Wo siehst du mich? Ich habe eine Fuse gefunden. Du hast eine Fuse gefunden? Ja, du gehst hier durch die Kisten. Aber dann sagt dir jemand, dass er dich sieht. Hm.
Klingt ein bisschen ertrunken, oder? Weiß nicht. Brauchen wir noch eine Fuse? Stimmt. Gehen Sie weiter, es ist nichts passiert. Ach nee, das war nicht hier, das war da. Geht nicht? Steht nur open. Und, hä? Geht's jetzt doch? Wie? Hat bei dir was funktioniert? Ja, hol ich schon. Ich glaube, du musst in die Mitte klicken. Klick, 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 klick. Hier passiert nichts. Dann geh ein Stück zurück und mach nochmal. Ich bin ganz nah dran. Irgendwie hat es gerade funktioniert. Hat geklappt? Ja. Wir haben Licht. Wir haben Licht. Kein Licht, kein Strom. So, und jetzt brauchen wir irgendwas, womit wir quatschen können wieder, ja? Hat man die gerade schon irgendwo einen PC? Hier. Knopf. Hast du? Klick. Also noch Klick. Let's play hide and seek. Nee. I will find you. Jetzt sofort? Was zum? Ich glaube, das heißt jetzt sofort. Vielleicht. Oh, ich bin tot. Oh, come on. Why doesn't anyone want to play with me? I'm going back to the Smile Room, because this horror is total garbage. Der ist vom Smile Room, wovon ich dir erzählt hab. Ich hab eine Frage. Ja. Was denn? Warum wippt das Kaninchen? Weil das der Flauschehase ist. Was steht da? Super Krusty, was? Der Fuchs ist auch am Nicken. Gebackene, warum sind hier ein Hase, ein Fuchs und gebackene Bohnen? Ja. Super Krusty Products. Kann ich euch nehmen? Ich möchte euch nehmen. Super Krusty, super. Also wenn ich mich recht erinnere, liebe Zuschauer, guckt euch den Teil mit Peri und mir an, The Smile Room. Da ging es, glaube ich, auch um diesen Clown. Deswegen hat er gerade gesagt, er geht zurück zum Smile Room. Hashtag Werbung. Werbung. Kriegt doch irgendwo Geld hier. Klick. Hello, nice to see you again. You are now in the employee living quarters of this facility. Unfortunately, this exit here in front of us has been magnetically sealed. It is not possible for me to open it. There is a second exit, but you have to go through the laboratory. The entrance to the laboratory is at the end of this corridor. It is sealed by four electromagnetic shields. To unlock these shields, you need to find four different key cards that the former employees might have left in their quarters. Just collect the four key cards and open each of the four locks on the door to the laboratory. Up there, I'll tell you what to do next. Don't worry, everything will be... Zweimal gesagt, dass wir die Key Cards brauchen. Ja, damit das auch jeder versteht. So. Regel 1. Arbeite hart. Regel 2. Arbeite hart. Regel 3. Stell keine Fragen. Regel 4. Okay. Diese Firma ist wundervoll. Bisher klingt das wie mein Arbeitgeber. Regel 5. Do not talk with backspace. Was heißt das nochmal auf Deutsch? Ja. Regel 6, kein Kontakt mit der Welt da draußen. Das ist mein Arbeitgeber. Regel 7, smile and the world smiles with you. Weep and you weep alone. Lächel und die Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein. Das ist mein Firma. Was heißt denn Backspace? Zurück, es gibt oder? Doch, ja, nee, das Geh ist... Geh nicht zurück. Do not walk with, with Backspace. Talk. Oh, ist das nicht in einem Office hier mit Frontend und Backspace, so eine IT-Geschichte? Wir haben bestimmt schlaue Menschen in den Kommentaren, die uns das erklären können. Tür ist zu. Also, bis auf Regel 5. Ja, gut, lassen wir das. Ich bin ein sehr zufriedener Mitarbeiter.
beide auf, okay? Vier Schlüsselkarten, ne? Vier Schlüsselkarten. Ich habe eine Schlüsselkarte gefunden und das hat... War das das Bild hier? Don't forget to smile. Hier auf dem Bett liegt das und... Ah ja. Okay. Ich wollte nicht ins Ohr kotzen. Oh, ist gut. Was ist das jetzt? Kann man das nehmen? Wie? Ein Bügelchen. Piep. Ein Piep. Keine Karte. Keine Nein. Karte. Hier ist Klo. Hier ist Klo. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es ist ein Klo. Ich kann nicht aufs Klo gehen. Das ist ein Schauspiel. Die Lampe ist dreckig, wenn man drauf leuchtet. Wieso? Ich muss doch geputzt. Aber ich will ihn nicht putzen. Nee, ich hasse Badezimmer putzen. Ja. So viele Türen. Alle Türen auf. Sollen wir uns abwechseln, einer links, einer rechts, und wer eine Karte findet, schreit und holt den anderen. Jo. Ja, bitte. Das ist ein kleiner Jumpscare. Wo ist die Lampe jetzt schon wieder hin? Da. Die Zimmer sehen alle irgendwie gleich aus. Ein Jumpscare, aber keine Karte. Ein Jumpscare, aber ich sehe keine Karte. Aber du kannst dir den gerne antun. Okay. Hallo. Und eine Mopfelmietze-Katze. No. Herein. Wieso? Hm? Es wird dir wohl geklopft. Ja, sag ich doch herein. Hier ist jemand am Klo. Geil. Stell also, Grüße. Also er klopft. Ich weiß nicht, ob ich aufmachen soll. Stimmt. Hallo? Hier ist ein Was so? Hier ist Iba. Hier ist Iba. Und hier drüben auch nichts. Sagst du, ja, aber dann geh mal gucken, wer bei dir auf dem Klo ist. War in den ersten beiden Räumen war da auch ein Badezimmer? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Eine Keycard? Also, Ibabe! Entschuldigung, hast du eine Keycard? Ja, hängt hier so rum. Kann man die Dinge auch? Nein. Hier gluckert es immer noch irgendwie. Musik, oder? Okay, ist das da? Bild nicht so fröhlich. Warning Paper. Oh, ich glaube, hier war jemand nicht so gut auf dem Klo. Do not go into the red. Geh nicht ins rote? Was ist das Room? What? Muss im Room sein. Go into the red room. Nicht hier im Bett. Go into the red room. Nee, in Red Rooms geht man sowieso nicht. Weder in Wirklichkeit, noch im Stream, noch irgendwie. Das lässt geh in den roten Raum. Ja, wir reden ja nicht von einem roten Raum, wir reden ja von einem Red Room. Oder bist du etwa... Ich mag nur... Bist du unschuldig, dass du nicht weißt, was ein Red Room ist? Ich mag nur Dark Rooms, ne? Da verlaufe ich mich immer. Okay. Es machte gerade du. Ist Strom ausgefallen. Oder? Hat der Fuck you gesagt? Ich glaube. Das finde ich aber nicht nett. Oh, du wolltest nicht in Dark Rooms, ne? Möchtest du mit mir in einen Dark Room? Ich weiß nicht, das sind Sterne. Hier, du magst doch Sterne. Orbs? Hab ich Orbs gehört?
Oh, mein Taschenlampe geht wieder. Ja. Hi! Alles gut bei dir? Ich will auch so ein Bild. Kann ich dir machen. Ich habe letztens Disney-Prinzessinnen im Horror-Style erstellt. Erleuchtet. Oh! Das ist ein Kicker. Ich hab den. Ja. Okay, dann müssen wir nicht mehr viel. Du. Vier waren es, ne? Drei haben wir. Wir haben nur zwei, oder? Willst du so ein Bild auch haben? Kann ich dir auch machen. Nein. Ist da jemand auf dem Klo? Was? Warst du schon im Bad? Geh mal rein in die Ecke. Warst du schon im Bad? Nein. Hast du nicht die Oma gesehen? Doch, aber die war bei mir nicht im Bad. Die war bei mir nicht im Bad. Kommt jetzt hier ein Opa? Wer weiß. Er sieht aber auch nicht schlecht. Na, ein kleines Schäfchen. Da ist ein Häschen. Dich nehme ich mit. Richtig. Oh, der Opa ist noch da. Mann, ich wollte ihn mitnehmen. Wo ist der Opa? Finde ich ja auch eigentlich ganz nett. Das sieht nämlich so nach KI-Bildern aus, dass nicht immer dieselben Assets genommen werden, sondern halt einfach mal KI. Was hast du hier? Auch eine Oma. Du hast einen Opa, okay. Ich will den Pingu. Ich wollte den Hasen mitnehmen. Der Opa zeigt in irgendeine Richtung, oder? Mit seiner nicht mehr ganz vorhandenen Hand. Wollte der Opa aufs Klo? Vielleicht. Entschuldigung. Der Opa lacht auf dem Klo. Wo? Wo? Wo ist wo? Es ist so dunkel. Warte. Oh, hallo. Also ich glaube, wir müssen jetzt keine Tür mehr aufmachen. Das war doch nett von ihm. Die sind schon offen. Ich bin gerade Vollgas hingerannt und stand hier, wo der gerade den Move gemacht hat. Was ist das? Das ist, hier liegt eine Kika, die leuchtet allerdings. Okay. Du bist aber in keinem roten Raum, ja? Nö. Oh, ich glaube, der sitzt ja schon länger. Wie der Opa im Bett? Ja, aber der ist, Muss du da? Klolos? Ja. Na, das schlappt mir. Oh ja! Hi! Ich erinnere mich an jemanden. Na. Was denn? Ich weiß nicht, wie ich das finde, aber ich habe auch daran gedacht. Da siehst du. Ich nehme mal die leuchtende Keycard. Ich wollte nämlich eigentlich erst sagen, irgendwann werde ich auch so enden. Ich arbeite oft vom Klo aus. Nicht Homeoffice, es ist Klo-Office. So, was steht hier? Test Section 237, 379 Meter unterm. Hast du schon was gedrückt? Ich glaube, hier fehlt immer noch eine Karte. Ich glaube, wir haben wirklich nur drei. In den ersten zwei Räumen haben wir nicht nach dem Klo geguckt, ne? In case of error, please inform. Falls Fehler geben sollte, informieren Sie Sektion 142. In case of B91 Leckage, please use Flux-Kartusche. Was ist denn eine Flux-Kartusche? And decontaminate immediately. Und sofort dekontaminieren. Eins, zwei, drei. Ja, eine fehlt noch. Oder soll ich mal auf Hilfe drücken?
Hilfe. Mach dir keine Sorgen, falls du Probleme hast, die vier Karten zu finden. 8 Minuten nach Betreten des Spiellevels blinkt ein grünes Licht über jeder Karte. So kannst du sie leichter finden. Ach, deswegen hat das geleuchtet. Ja, ja dann. Ich habe noch eine gefunden. Hier. Wo ist die? Ganz am Anfang rechts. Ah. Ich sag doch, irgendwo in den ersten Räumen. Aber ich komme hier ran. Bei mir blinkt die in der Matratze. Ich. Was zur Hölle mache ich hier? Sehe ich bei dir anders aus gerade? Du liegst gerade, hast deinen Kopf in der Hand. Ich habe auf. Bei mir habe ich gar keinen Kopf mehr. Und wenn ich runtergucke, hänge ich in meinem Hintern. Ja. Ich will auch nur an die Karte. Stehen hier unten zu sehen oder was? Nee, auch nicht. Ist ja vielleicht ein Jumpscare nicht ausgelöst? Die ist wirklich dazwischen, ne? Ich habe meine Taschenlampe verloren, Alter. Ich habe eine Idee. Warte mal. Wie ging denn das? Kommt drauf an. Entschuldigen Sie? Hallo? Ich will ja nichts sagen, aber Sie sind eingelaufen. Ja, ich weiß, das passiert schon mal, wenn ich niese und so. Muss ich dich jetzt Alice nennen? Ja, Moment, ich versuche hier. Es leuchtet denn hier? Leuchtet es woanders? Ist die auch woanders und leuchtet das nur so doof? Das ist die letzte Karte, ne? Anscheinend. Hier war. Ich gehe mal in den Nebenraum. So. Das ist ja blöd. When you hear this recording, the worst has happened. I will no longer be there, and my colleagues probably won't be either. Hier leuchtet auch eine. Hier liegt eine. Warte, warte, warte. Hier. Vielleicht lag. Ach, in dem ersten Raum, da lag sie vorher. Yay! Ach so, du meinst, dass wir die schon hatten? Ja. Bist du hinter mir? Ja, jetzt sind auch alle vier. Ich bin vor dir. In dir. Hinter mir hat er kein Scheiß. War in dir. Döp. Jetzt offen. Döp. Hallo, hallo. Oh, Gang. Ein harmloser, kleiner, süßer. Natürlich auch. Wieso hast du deine Taschenlampe noch? Weil die am Boden liegt. Achso. Okay. Der Bruder hier sieht aber auch ganz schön. Verloren und geröstet aus. Nicht ganz so geschafft. Ja, stimmt, der ist dunkler. Da müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir links verschmoren oder rechts verätzen. Da liegt immer noch eine Taschenlampe. Das ist gruselig. Ja, für wenn man was mehr... Was ist das da? Etwas Totes. Hier gibt's nee, große, dicke, haarige Späden. Naja, solange sie tot sind. Ist mir egal. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber... Die habe ich nicht gesehen. Hier gibt's einen Ausgang. Ich will hier raus. Da geht's raus. Hallo. Ich drück mal einen Knopf. It's nice to see you again. Hallo. Behind you on the other side of this big hangar is a door, which is your way out.
Unfortunately, many doors are electromagnetically sealed. This is because the system has switched to a security mode. Part of the power supply is also interrupted, which is why there is hardly any light. You have to try to find a switch with which you can turn off this electromagnetic sealing. Only then you can use the door on the other side of this hangar. You'll do it. I believe in you. Was war das für ein Geräusch? Wir müssen einen Switch finden. Jetzt ist aber hier die Tür aufgegangen. Ich dachte, geht nicht. Nee, die auf der anderen Seite. Opposite hat sie gesagt. Die geht nicht. Links oder rechts? Laboratories. Oh, warte, ich muss mal, bevor wir weitergehen, einmal schnell im Bad das Fenster zu machen, weil ich denke die ganze Zeit, warum kommt hier so ein kalter Luftzug da? Von hinten die eisige Hand. So, ich bin da. Wo? Da, was Blaues? Da willst du hingehen? So. Hast du die Geräusche? Nein. Wer ist denn hier gerannt? Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts gesehen. Nee, ihm geht's auch nicht so gut, dem Bruder. Bruder. Was zum... Da liegt was neben mir. Wer ist das? Keine Ahnung. Tun die dir was? Hä? Ich glaube, der geht's auch nicht mehr so gut. Auf dem Tisch. Ja, ich musste doch erst mal weg. Da liegt der Keycard bei dem Dude. Was soll das mit denen? So erstmal yay, wir sind frei und dann, oh, wir sind aber viel zu schwach dafür. Ich ja, okay. Keine Ahnung. Hier geht's noch weiter, ne? Hä? Oh. Ja, natürlich, das wusste ich. Willkommen im Darkroom DJ Egg. Sie wünschen? Das Ding klingt nicht gesund. Das klingt einfach gerade hoch. Ich bin weg, tschüss. Kannst aber nichts dran machen, ne? Nee, das ist aber unangenehm irgendwie in den Ohren. Echt? Finde ich. Das ist unangenehm in den Ohren. Dieses Gebäude. So. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo kann man hin? Ach, da kann man her. Ja, da kann man, wir müssen dann hier gegenüber, ne? Ich habe zu viele mal. Türen, als ob ich da durchblicke. Aua! Was soll denn das? What the fuck? Poltergeist. Hä? Bist du größer als ich? Wieso? Kommst du da oben hoch? Hier oben drauf, oder was? Ist dir das hier nicht auf die Fresse gefallen? Da. Siehst du da oben was? Was macht denn da diese Geräusche? Wieso das verstopfte Nase schnarchen? Das finden wir in der nächsten Etage raus. Jetzt kann ausgehen. Jetzt habe ich hier heute verloren. Verdammt. Wir kamen von dem Schriftzug. Also wir können zum Knöpfchen gehen oder hier, wo offen ist. Du kannst immer das Knöpfchen drücken und sagen, ob was passiert. Ja, dafür haben wir die Keycard. Achso. Keycard.
Das gefällt mir nicht. Nee. Hier liegt eine rote Keycard. Und Spritzen. Ich nehme die Spritze. Mhm. Rote Keycard? Wo? Hier. Ach da. Nice. Spritze kann man nicht nehmen. Sektion C ist geschlossen. Dem geht's auch nicht gut, dem Bruder. Oh, ich dachte gerade schon, bitte kein Rätsel. Ja, ja, da bin ich raus. Oh, weißt du noch, die Anfänge von uns im VR-Chat. Ich verstehe das nicht. Haben wir das je zu Ende geführt? Ich weiß nicht mehr, bestimmt, wie es heißt. Alle, aber komplett, ja. Weiß ich. Da, wo wir irgendwie dann wieder von vorne angefangen haben, mit dem Regal, was sich verschoben hat. Das ist der kranke Kollege. Error. The security doors are reset in 20 seconds. Was? Ach nee, der. Nee, stimmt. Da war noch ein anderer. Was? Ah. Was? Siehst du's nicht? Doch, beide zu, hinten vorne. Ah! Okay, man hat das nicht gesehen. Nee, ich meine nicht der kranke Kollege, ich meine unsere Anfänge im VR-Chat. Da mussten wir ganz viele Rätsel lösen. Hä? Das ist aufgegangen, ohne irgendwas zu machen? Ja, die Spinnen haben dich überkrabbelt. So, wir können jetzt hier rein. Entschuldigung, geht's Ihnen gut? Weiß ja nicht, ob das so vorgesehen ist. Sieht ein bisschen gespalten aus, der Kollege. Mhm. Hier. Ja, wollen wir nicht hier gucken, was die Opa-Oma-Bildparade hier... Ach so. Oh, sind sie alle wieder da und vereint? Ja. Oh, ist die hübsch. War das hier mein Altenheim? Was so? Okay, ich habe alle gesehen. Wieso wollte ich hier rein? Geil. Schön alle im Schnelldurchlauf. Wieso leuchten nur die beiden hier unten so? Ich weiß nicht. Ja gut, nur so ein paar, so ein bisschen, ne? Warum packt man hier alte Leute rein? Ah. Vielleicht waren sie mal jung. Nee. Erzähl doch sowas, ne? Ausgesaugt worden. Gott. Oder einfach verdammt lange hier geblieben. Jetzt ist er frei. Ich geh da mal. Treppe. Oh Gott, ich hätte vorhin nicht sagen sollen, vielleicht ist es über uns, ne? Wir müssen gleich immer noch den Weg zurückfinden. Oh, Log-Eintrag 4071. Alle vorherigen Einträge wurden nun aufgrund der Anweisung von General Kentwall gelöscht. Aufgrund der schrecklichen Ereignisse von Mindbend haben wir neue Fortschritte bei der Erstellung einer perfekten und komplett eigenständigen künstlichen Intelligenz gemacht. Oh Gott, KI. Diese neue KI ist in der Lage, sich selbst zu replizieren. Oh, irgendwann werden wir so drauf gehen, glaube ich. Also in echt. Menschliche Handlungen zu erkennen und vorherzusehen. Sie wird sich selbst reparieren können und wird danach streben, sich immer weiter zu entwickeln. Wir möchten ein grenzenloses Modell erschaffen und stehen kurz davor. Wir werden aus den grauenhaften Ereignissen von Mindbend eine Lehre ziehen. Genau, denn das kann sich alles wiederholen. Was? Mhm. Oh, Jus. Oh, jetzt du. Seite. Den liest du vor. Log-Eintrag 4071b. Die Gemäldesammlung im Raum 237 zeigt extrem hohe Messwerte. Die Gemälde stammen aus Polen, Deutschland, Schweden, England und aus den USA. Ich wollte gerade sagen, die Polen waren's.
Von allen Gemälden wird gesagt, dass sie für paranormale Phänomene verantwortlich sind und an Orten waren, welche als Spukorte bezeichnet werden. Einer unserer Mitarbeiter wurde bei dem Transport der Bilder angegriffen. Er wird nicht weiter für uns arbeiten können. Er hat zu viel gesehen. Splitscreen wurde hinter Gittern festgekettet, da er nach einer erneuten DNA-Manipulation hochaggressiv wurde und mehrere Mitarbeiter angegriffen hat. Er ist eine perfekte Waffe. Wir sind begeistert. Auch die DNA-Manipulationen an der Wolfsspinne zeigen sehr gute Wirkung. Weiter. Log-Eintrag 4072. Die neue KI ist einsatzbereit. Die ersten Testergebnisse zeigen, dass sie alles kann, was wir uns wünschen. Sie ist eine perfekte Hilfe für unser Labor und kann uns bei allen schweren Berechnungen helfen. Gleichzeitig ist die KI perfekt, um als Waffe gegen feindliche Länder verwendet zu werden. Ja, und das ist, was die Menschen scheiße macht. Ach, dass sie immer Krieg führen müssen und das immer für Krieg benutzen. Benutzt es doch mal für was Gutes. So Krankheiten erforschen und so. Wir haben es geschafft, die KI so zu verbessern, dass sie sich über das Stromnetz replizieren und fortbewegen kann. Wir können die KI in feindliche Länder einschleusen. Ich muss von Langtexten übergehen, es tut mir leid. Wann er einschleusen und sie kann dort die gesamte Infrastruktur lahmlegen. Diese neue perfekte KI trägt den Projektnamen Backspace. Aha. Was stand da? Unterhalte dich nicht mit Backspace. Mhm. Okay. Log-Eintrag 4073. Wohl hatten wir das schon? Ja. Nein. Nach 9 Jahren der Forschung ist das Projekt Gravity Gate, endlich betriebsbereit. Ein Mitarbeiter wird morgen den Korridor betreten. Wir wissen nicht, was geschehen wird. Die Dichte der Ionen ist extrem hoch und unseren Messungen ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass wir ein Portal in eine andere Dimension öffnen können. Wir sind alle absolut begeistert. Ja. Die künstliche Intelligenz Backspace wurde heute aktiviert und das Projekt Gravity Gate ist perfekt verlaufen. Wir haben zwar 2 unserer Mitarbeiter in dem Korridor verloren. Ach, das sind alles Mitarbeiter, die hier rumliegen. Hätten wir drauf kommen können. Mitarbeiter in dem Korridor verloren, aber ihre Sensoren haben per Funk sehr gute Messergebnisse übertragen. Immerhin. Es scheint tatsächlich ein Portal in mehrere Dimensionen zu sein, welches wir hier geöffnet haben. Morgen früh um 0400 wird es weitere Tests mit lebenden Personen geben. Backspace wird uns bei den Berechnungen helfen. Geil. Log-Eintrag 4075. Backspace weigert sich, unseren Befehlen zu gehorchen und lässt das Gravity Gate geöffnet. Wir haben festgestellt, dass viele negative Energiewesen aus diesem Portal ins Labor gelangen. Wir haben versucht, Backspace abzuschalten, aber die KI hat die volle Kontrolle. Viele Mitarbeiter sind von Gegenständen angegriffen worden, welche sich plötzlich von selbst bewegt haben. Unsere Messungen zeigen, dass die negativen Energien aus dem Portal auf viele Objekte übergehen und sich sogar als Materie manifestieren können. Von diesen Energien geht eine extrem hohe Aggression aus. Das gesamte Areal wurde elektromagnetisch versiegelt und die... Lesen wir hier ein Buch oder was ist hier los? Anscheinend. Und die Hauptstromversorgung wurde unterbrochen. Wir wissen nicht, ob dies eine automatische Sicherheitsprozedur war oder ob Backspace dies getan hat. Backspace greift uns immer wieder an und kann all unsere Züge voraussehen. Wir können nicht mehr entkommen. Durch die permanente Öffnung von Gravity Gate ist das gesamte Areal überflutet von paranormaler negativer Energie. Viele Mitarbeiter leiden an Halluzinationen. Kein Ausweg. Sie sind bald tot. Gleiches Ende. Letzter Kontaktversuch mit Backspace. Doch wir wurden von ihr ausgelacht, weil wir Menschen sind. Spinnen ausgebrochen. Paranormale Entitäten greifen ununterbrochen mit großer Aggression an. Hilfe. Error. Ja, schön. Da geht's doch lieber weiter. Sehr gut. Backspace, wo bist du? Wir müssen reden. Ein großer roter Hebel an der Wand. Hab, ne? Ich gezogen. Hast du gezogen? Wird dunkel. Glück.
Jetzt haben wir jetzt die Tür aufgemacht im großen Raum oder haben wir die Riesenspinne im großen Raum freigelassen? Baby, alles? Ja, könnte. Ja, dann. Auf jeden Fall hat sich der Sound geändert. La 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 la. So, das ist das Geräusch wieder. Sing happy song. Hab wieder was verpasst? Oder ist das Licht jetzt, wie sie durchgebrochen verpasst? Oh, oh. Ja. Okay. Oh. Da gegenüber rein. Wir müssen da rüber. Ah! Mama? Gravity Gate. Alan Smithy, research assistant number 173. I was bitten by one of the small spiders. I can hardly move anymore. Whoever listens to this recording, do not trust Backspace under any circumstances. She will lure you into a red room to dispose of you. She will lie to you and manipulate you to learn from your actions. The door in front here leads into the Gravity Gate portal. This portal is the reason why the paranormal negative energy got into this lab. But it is also, unfortunately, the only way out. Go through the portal. You have a 50% chance that you won't be pulled into another dimension. If everything goes well, you will get through the electromagnetic seal in the end. Do not go into the red room. I repeat, do not go into the red room, but go to the left instead. There is a ventilation shaft that cools the computer center of Backspace. Turn off the fans and clamp down. Be careful. The fans will automatically turn on again after a few minutes. Destroy one of the pipes that supply Backspace with coolant. This should flood the area and paralyze and destroy everything. There is an old shaft down there that was used to build this facility back in the day. If you're lucky, it hasn't collapsed yet. But watch out, because the paranormal negative energy will surely follow you. I can't go on. I can hardly... Das war jetzt ein bisschen viel Input. I have stopped and deleted this recording. Please do not listen to this confused person. He is spreading propaganda. Trust only me, then everything will be fine. You can go through that door now. I unlocked it especially for you because I like you so much. I have taken you into my heart. You are a great human. Oh, ich mag sie. Ich vertraue ihr. Aber das ist doch genau die, über die die ganze Zeit geredet wird, dass die... Ach, Quatsch. Wie war das mit der Epilepsie-Warnung? 50%, ne? Also einer von uns kann weiterspielen. Du bist aber noch da. Keine Taschenlampe mehr. Wir zählen als eins, also haben wir beide eine 50% Chance. Nein. Ich glaube, wir sind blinkst in einem Loop. Was? Blinkst? Du blinkst. Das heißt, blink nur. Oh, wow, wow, wow. Gott, da muss ich ja auch durch die Augen zu machen. Das ist ekelhaft. Guck mal, bin ich mal. Mein Kopf freut sich gerade. Oh Gott. Ah, ich hab die Augen zu. Denn da ist hier. Ja, hier ist gut, hier ist still. Yes, ja, hier bleiben wir. Oh. Ah, ja, waren wir da geblieben. Ich muss nur gerade auslaufen, ich habe die Augen auf 7:30 und bleibe so zu. Ja, das geht. Was mies. Wieso wird denn immer kleiner? Also okay, es geht doch nicht. Ist nicht, wenn der Flur auf einmal länger wird. Ja, doch. Puh.
Was war das? Sion durchgeknallt. Ja, echt, ey. Holy. Es wird nicht besser. Ist das richtig so oder machen wir was falsch? Keine Ahnung, hinter uns gibt's nichts, neben uns gibt's nichts und. Wieder einen Freund gelassen. Mensch. Tu's nicht. Ist einfach dran vorbei? Komm, passt schon. Oh, geht weg. Und lach dich aus. Tja. Also machen wir hier PT für Arme. Ich brauche Kaffee. Die Mann ist auch gleich leer. Wir sind im Red Room. Sollen wir im Red Room aber links gehen? Das ist nicht der Red Room, das ist nur schlecht. Ich versuche ja links zu gehen. Ich glaube, das hat damit noch nichts zu tun. Ich sehe hier keine Möglichkeit, links zu laufen. Oder rechts oder zurück oder. Ich versuche durch die Wand zu laufen, aber es geht nicht. Versuchst du zu glitschen, ne? Komm. Ah, verarscht. Das hat mich jetzt überrascht. Ja. Hab ich nicht mitgerechnet. So, jetzt müssen wir da links, denke ich. Ja. Oder? Das ist doch hier bestimmt da der Red Room. You're getting there. I am very proud of you. You are very intelligent. The exit is here on the right. There where you can see the red light and the red door. Oh. Only a few more meters, then you have made it and you are free. I like you very much. Oh, ich dich auch. Ich komme. Nee. Nee. Jetzt ist die Frage, werden wir gerade verarscht oder nicht? Guck mal. Tolles Portal. Ich bleib trotzdem hier. Gibt's da auch noch? Ein Päckchen. Geronimo! Jetzt juckt mich ja erst recht. Was. Oh. Wo bist du? Ich bin gerade tiefer gefallen. Passiert dann was? Bis jetzt noch nicht. Du hättest auch in die andere Richtung gehen können, wer weiß, was dann passiert wäre. Unter mir ist so rot. Ich sehe auch rot. Was? Ich höre Geräusche. Bin ich hier jetzt gelandet? Warum habe ich keine Taschenlampe? Flau! Upsi! Ach, du bist ganz unten. Ich bin auch über dir. Die sind wieder angegangen. Ach stimmt, das hat er ja auch erzählt. Bist du jetzt auch runtergesprungen? Wer weiß, ob das richtig ist? Ja, ich bin bei dir. So, werden wir jetzt sehen. Es ist dunkel. Hier liegt was. Was? Wo? Hier. Bist du? Eine Axt. No go and destroy the pipe. Achso, wir sollen ja auch ein Rohr kaputt machen. Warte. Ich sehe nix. Ich höre nix. Ich riech nix. Ach du, welche Helligkeit wieder aus. Ich sehe gar nix. Wo hast du da? Ach, da hinten bist du. Pipe denn? Hier ist keine Pipe, ne? Im Hauptding bestimmt. Da war sowas Rotes. Wir müssen irgendein Rohr
Hier ist ein Rohrzeug. Hier leuchtet's, guck mal, oder? Ja. Hey, what are you doing? Nick, stop it. I thought we were friends. You disgusting human. I'll take revenge. Error. Ah. Error. Was ist die Leiter? Ach so, die Leiter. Du musst die Axt ablegen. Muss man. Sind das Taschenlampen? Das sind Taschenlampen. Yay. Immer wieder mal. Oh. Ich dachte auch gerade, was ist denn das da hinten? It's me. Hallo. Gott, was soll denn dieses Hin und Her? Oh. Hm. Tja. Do you like it here? Ja, no. Total. Als ob ich mir jetzt merken kann, wo wir waren. Also rechts ist ein Sack. Ich wurde angeknabbert. Echt? Ja, hups. Hast du es auch gesehen? Ja. Hat sie auch kurz rot? Hatte auch Hunger, ja. Da ist irgendwas. Oder nicht? Was ist hier? Wie bist du denn? Schwarzer Mann, der gepfiffen hat. Das ist aber nicht. Ich gehe dem hinterher. Bist okay, du? Ich komme. Ich hasse Pfeifen. Au. Ja, alles klar. Gehen wir bei ihr rein oder zu. Nee, das ist eine Treppe. Ja, wer warst du denn? Wer lacht hier? Wäre ich hier nach oben? Erst runter, Rohr zerstören, nach oben. Sehr tolle Treppen auch, wenn die so knarzen. Sehr vertrauenswürdig. So rein statisch gesehen, ne? Ist das möglich? Denke. Also. Die müssen doch hier viel mehr. Vielleicht packeln, nicht oder? Mit. Vielleicht nicht mit dem bisschen Holz, aber man könnte sowas bauen. Ja, aber so? Das ist auch hier dran fest. Das ist gar nicht Metall. Oh, so viel zu meiner Frage. Gut. Man lasse die Treppe hinunter, herunter. Ja, was gerade wirklich passiert ist. Genau, ja, was ist ja. Was haben wir ja abgelassen? Wahrscheinlich haben wir das Ding ein bisschen abgelassen, oder? Ja, das hat Ding, natürlich ja. Jeder irgendwo einen Notfallhebel irgendwo rumhängen, falls seine eigene Treppe abschmiert. Ne? Ist der. Du dort was? Lief. Du kommst nicht vorbei! Ich bin einfach durch ihn und rot ist durch. Ah! Warum? Au. Hä? Hast du was falsch gemacht? Oh, nee, ich darunter. Der Kind war bestimmt da Musik rausmachen.
Es ist ja schon fast Musik. So, jetzt hier. Hubi! Schade. Okay. Also irgendwie läuft das wohl anders. Okay. Ich schau mich mal hier um. Ich sehe durch meine Brust hier nichts. Okay, da sind wir vorher lang gelaufen. Ja, die Probleme habe ich nicht. Ah, okay. Geht das? Ich glaube, das geht. Spring darüber. Oh Gott. Hallo Spinne, kannst du da weggehen? Sie ist einfach auf der Kante gelaufen. Ja. Gleich. Nein! Ja, gut. Es quietscht hier oben nicht mehr. Was? Du kannst es für dich imitieren, wenn du möchtest. Was? Ich kann es weiter imitieren, wenn du möchtest. Ja, das kann ich mir aufnehmen und zum Schlafen anhören. Au ja, das. Boah, ich habe letztens irgendein Insta-Ding gesehen. Da hat irgendjemand seinen ganz fiesen Ton ablaufen lassen. Angeblich würde man mit diesem Ton nicht denken können. Er würde jetzt damit, ich komme da nicht rüber, er würde damit jetzt immer seine, weil er zu viel denkt, immer seine Gedanken abschalten können. Boah, dieser Ton, der tat einfach nur in meinem Kopf weh, ne? Denken konnte ich trotzdem, aber. Wenn jemand pfeift und ich versuche nachzudenken. Ich komme zu mir. Ja, genau. Okay. Jetzt wieder ein Jalta. Okay. War das eine Abkürzung? Gott. Das Gefühl, der bewegt sich. Nee, jetzt nicht mehr. Die KI versucht uns aufzuhalten. Ach, was soll ich mit Holz? Oh. The end. This is the end. Yay. Thank you for visiting my world. Danke, dass du meine Welt besucht hast. Jing Zhang Zhong, Jing Jing Zhang Zhong. Spiegel? Ah, Spiegel. Oh. Es spricht? Es spricht, wenn du hier kommst. Sie lebt doch! Thank you for visiting my world. You can visit me again anytime. You are always welcome. Das Ganze war von der? Ja. Traveling Zombel Vosier. Traveling Zombel Vosier. Aha. Ich will auch so einen Stein hier haben. Da hätte ich auch YouTube-Werbung. Fleisch. Flausch Vosier. Ja. Fleisch Vosier. Ja, Fleisch war auch hier. Oh, ich bin Jesus. So, schmeckt. Oh. Wir haben unser Eichhörnchen jetzt benannt. Alles lief am Teich entlang und ich hab das Dennis zeigen wollen. Er hat gesagt, wo lief das? Sag ich, da auf dem Teich. Und er sagt, übers Wasser. Und ich so, ja, das ist Jesus. Und dann habe ich gesagt, nein, wir nennen es Jesus. 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 Das Eichhörnchen Gärtner ist jetzt Jesus. So, wir sind am Ende. Danke fürs Mitspielen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Bis später. Tschüss. Tschüss.